Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Und wir müssen hier... Oh, Wache des Lagers. Dort. Wir müssen jetzt mal hier rausfinden, was hier los ist. In diesem Lager. Im komischen Verein hier. So, mein Freund. Oh. Nehmen in den Kopf, Digga. Oh, da kommen noch welche. Harter. Next. Nice, ganz schön solide, wie ich das hier gerade mache, wa? Lego und am Stiel. Nochmal ein kurzes Kampfgewehr. Haben wir schon eins, brauchen wir nicht noch eins. Silbermedaillon nehmen wir mal mit. Molly nehmen wir mit. Lego und am Stiel, Eichhörnchen am Stiel. Die stehen auf Stiel. Die haben ganz schön Stiel, die Jungs hier. Ich lach mich tot. Wir können dann hier auch die Billo-Pisse mal wieder benutzen. Da haben wir so viel Muni für. Lego ein bisschen nehmen wir mit. Nimm mal mit. Den Rest brauchen wir nicht. Wird ja mal tiefer hier. Ah, hier ist dann der schnelle Weg raus, lasse. Mach mal auf hier die Kette. Ja, da geht's dann wieder raus. Alles klar, dankeschön. Dann geht's da weiter. Ist die böse? Nein, die ist nicht böse. Noch. Gehen wir erstmal mit dir reden. Hallo, Dr. Rosalind Chambers. Na? Entschuldigung. Und da bist du. Mein Lebenswerk ist fast zerstört. Nur weil du unbedingt Stocktons angebliche Tochter finden willst. Du weißt aber, dass sie höchstwahrscheinlich ein Sünd ist. Wenn du mehr als nur ein Söldner bist, können wir die Lage vielleicht noch retten. Was? Stocktons Tochter ist ein Sünd? Was glaubst du, warum wir die Karawane angegriffen haben? Nach dem Test konnten wir die ursprüngliche Diagnose zu 70% absichern. Um sicher zu sein, muss ich eine Autopsie durchführen. Ich werde dir zuhören. Wie rücksichtsvoll. Was würdest du tun, wenn deine Familie, als du Kind warst, vor deinen Augen von einem Sünd ausgelöscht worden wäre? Würdest du es einfach akzeptieren? Oder würdest du was dagegen unternehmen? Darum geht's doch gar nicht. Ich hab sowas durchgemacht. Aber ich hab keine Unschuldigen gefoltert. Opfer sind unvermeidlich. Es sieht nicht so aus, aber wir sind im Krieg. Solange das Institut sich unerkannt unter uns bewegt, schlägt es ohne Vorwarnung zu und kontrolliert uns aus dem Schatten heraus. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, einen Test zum Erkennen verborgener Sünds zu entwickeln, um sie aufzuspüren und zu vernichten. Ist es das nicht wert, dafür zu kämpfen? Die Antworten sind so komisch. Jemand muss das Institut vernichten. Eine absolut rationale Antwort. Ein lebendiger Sünd ist durch keinen medizinischen Test von einem Menschen zu unterscheiden. Aber mit Psychologie kann man es schaffen. Und da kommt der Safe-Test ins Spiel. Der Test ist noch im Anfangsstadium, aber durch Opfer- und Durchhaltevermögen steigt die Erfolgsquote. Ich verurteile die Folter. Eure Methoden sind barbarisch. Das ist Folter. Um den Safe-Test zu verbessern, müssen wir die Testpersonen extremem psychischen Druck aussetzen. Unangenehm, aber notwendig. Covenant ist vieles. Eine Zuflucht für die Gebrochenen, die das Institut hinterlassen hat. Ein Ort der Sicherheit und Heilung. Aber am wichtigsten ist, dass wir die Chance haben, das Zeitalter der Paranoia zu beenden. Wie wäre es damit? Wenn du mich Stocktons Sünd beseitigen und unsere Arbeit fortführen lässt, zahle ich dir deine versprochene Belohnung. Dieser Auftrag war schon verrückt genug. Läuft nicht. Wie gut, dass ich nicht mit dir gesprochen habe. Wenn du der Spinnerin hilfst, haben wir ein ernstes, tödliches Problem. Dan. Deine Waffe ist geil. Die müssen Emilia verschonen. Töte sie nicht. Verschon sie. Unmöglich. Höchstwahrscheinlich ist sie eine Infiltratorin des Instituts.
Selbst wenn sie ein unglückseliges Opfer ist, kann alles in Gefahr geraten, wenn wir sie verschonen. Dann muss ich dein Angebot leider ablehnen, Mäuschen. Die Abmachung nehme ich nicht an. Dann musst du mich wohl töten. So sieht es dann wohl aus, Dr. Rosalind Chambers. Und tut mir leid, Mäuschen. Ey. Tja. Die sind mir alle ein bisschen zu verrückt, Leute. Ich bin ja auch dafür, dass man das Kronkorkenvorrat, nimm mal, dass man das Institut aufhält und alles. Aber wo? Das ist eine Kronkorkenmine. Nämlich, ich dachte, wäre eine Voltec-Lunchbox. Aber man kann es halt auch echt übertreiben, nicht wahr? Bin ich wirklich, wirklich kein Fan von. Deswegen müssen hier Sachen passieren. Knochenfräse, siehst du? Das ist, ich weiß auch nicht, also, ja. Ne? Unter Folter sagen noch Leute alles. Das ist, außer Zinsen natürlich, ist natürlich klar. Speicherte Nachrichten. Rückholungsteam. Von Rosalind Chambers an Manny. Bis die ganze Sache mit dem ehrlichen Dan erledigt ist, halte dich zurück. Die Stockton-Rückholung hat zu viel Aufsehen erregt. Mr. Fitzgerald ist extrem wütend, dass du Subjekt 14 so nah an Covenant herausgeholt hast. Sowas darf nicht noch einmal vorkommen. Von Manny an Rosalind Chambers. Unser Team ist versorgt und bereit, Zins zu schnappen. Wir haben Subjekt Boyd noch im Blick. Wir brauchen nur den Befehl. Ach so, ist andersrum, ne? Oh, jetzt habe ich mich... Von Rosalind Chambers an Emmanuel Rogers. Glaubst du, diese Einwände wurden nicht alle schon einmal vorgebracht? Aber bitte, falls du eine gangbare Alternative siehst, bedenke dabei allerdings Folgendes. Fakt. Wir brauchen dringend eine breitere Datengrundlage. Je breiter, desto besser. Fakt. Der erste Test ist am effektivsten, wenn die Subjekte nahe ihrer psychologischen Basislinie sind. Fakt. Wenn das Institut auch nur einen Hinweis auf unsere Existenz erhält, wird unsere Mission zu Ende sein, bevor sie richtig begonnen hat. Covenant wurde von Grund auf so gestaltet, dass es Besucher anzieht. Und es funktioniert. Unsere Datengrundlage wächst exponentiell und die Subjekte nehmen freiwillig und nichtsahnd an den Tests teil. Wir verstecken den Test praktisch, indem wir ihn offen zeigen. Emmanuel Rogers, Covenant ist ein Fehler. Ich kann dir Dr. Ryan nicht widersprechen, dass es einen therapeutischen Wert für die Gemeinschaft hat. Aber unsere Mission muss an erster Stelle stehen. Die Zahl der Risiken, denen wir uns aussetzen, ist geradezu erschreckend. Meine Bedenken hätten nicht einfach so beiseite gewischt werden dürfen. Es muss doch einen anderen, vernünftigeren Weg geben. Ich finde das doof, dass man immer zuerst so rum und dann andersrum. Wisst ihr, dass ich erst immer die Antwort, aber ich habe keine Lust durchzuklicken und dann wieder zurück. Und deswegen mache ich es einfach weiter so. Und jetzt klingelt das Telefon. Ich muss mal ganz kurz. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Tut mir leid, hat ein bisschen länger gedauert. Es war jetzt... Achso, habt ihr gar nicht gemerkt, wa? ja, war die Mutti. So. Wo waren wir? Ach, von Rosalind Chambers. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie sie gesprochen hat. Ich brauche keinen Abschluss in Sozioökonomie, um zu erkennen, dass Covenants Handelspolitik nicht nachhaltig ist. Sobald wir uns die Zuschüsse nicht mehr leisten können, wird Miss Fitzgerald die Preise anheben, um autark zu werden. Der Handel wird etwas zurückgehen, aber es kommt inzwischen nicht nur Händler nach Covenant. Von Tachblad wieder. Einer von Dr. Rogers Punkten stimmt mich nachdenklich. Covenant arbeitet seit Beginn an mit Verlusten. Die Ausgaben sind gewaltig. Die Fusionsbatterien allein kosten schon ein kleines Vermögen. Die Waren, die wir durch die gefangenen Subjekte erhalten können, das in keiner Weise auffangen. Wenn wir ein Unternehmen wären, stünden wir meiner Meinung nach kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Das war das. Okay. So, wir schließen mal alle Zellen auf einfach. Schließ auf. Abgeschlossen. Rette sie. Schließ die 2 auf, da gibt's vielleicht noch Loot. Man weiß es ja nicht. Und schließ auch die 3 auf, bitte. Ja. Aufgeschlossen. Mich hätte mal interessiert jetzt. Ja, du bist frei. Du kannst gehen, Mäuschen. Aber erst müssen wir den Safe-Test machen, Süße. Hi. Hi, Amelia Stockholm. Bist du ein Synth? Du siehst sehr synthisch aus. Deine Bewegungen sind sehr... roboterhaft. Na gut, wir... Seht da, Morvusrattenfleisch, Spüllappen. Teileimer, keine schönen Zellen, Leute. Hier möchte man nicht gefangen sein. Redkakerlakenfleisch. Haben sie sich aber gut gehen lassen hier. Bäh, widerlich. Nicht mal zubereitetes Fleisch, ne? So, ehrlicher Dan. Hey, was hältst Dan. Du von der ganzen Geschichte? Stockton kriegt deine Tochter und wir werden bezahlt. Gar nicht schlecht. Was, wenn sie ein Synth ist? Was, wenn sie ein Synth ist? Nach all dem wissen sie immer noch nicht, ob sie ein Synth ist. Ich finde, sie ist menschlich genug. Hier ist dein Anteil an der Belohnung. Danke, meine Hälfte hole ich mir von Stockton. War mir ein Vergnügen. Okidoki, mir auch.
Fehlende Belohnung? Was? Mach's gut. Bis dann, Dan. Ja, bis dann. Tschaußen. Ja, also es ist wirklich, ich meine, ich finde das ja auch nicht gut und wir wissen ja auch alle, dass Sean lieber im Institut ist und wir deswegen das Institut zerstückeln müssen. Aber dass die wie hardcore die alle paranoid sind, was die Synths angeht, ne, das finde ich schon ein bisschen krass. Und vor allem auch, die haben jetzt hier die ganzen Leute gefoltert und gemacht und getan, da ist er der Blythe. Geschniegelter Typ. Aber habt ihr einen Synth gesehen hier? Einen Toten? Also ich habe auch keine Aufzeichnung gesehen, wo irgendwie drin stand. Aha, so, wieder hat uns der Safe-Test einen Synth offenbart. Wisst ihr, was ich meine? Das ist irgendwie verdächtig, oder? Dass alle von Synth reden. Also gut, wir wissen ja auch, dass es die gibt, die Synths. Aber dass die halt keine gefunden haben mit ihrem tollen Safe-Test. So, hier müssen wir verhältnismäßig zügig raus jetzt. Der Hinweg war ja leicht. Ich schwimme hier ein bisschen, Herr Fischer. Findest du das gut oder nicht? So, ich speichere mal. Und reden nochmal mit dem. Ich finde das verdächtig, dass der jetzt hier... Angelstelle. Verschwinde. Tja, na gut. So, dann gehen wir zurück nach Covenant und konfrontieren die Leute mal mit den Sachen, die hier so passiert sind. Die werden uns wahrscheinlich abmurksen wollen. Aber das macht uns überhaupt nichts. Dann übernehmen wir Covenant einfach und dann gehört es den Minutemen. So einfach ist es. Wenn die, also ist ja jetzt nicht so, als würde ich hingehen und sagen, so, ich murkse jetzt Covenant ab. Ich rede jetzt mit denen und wenn die gemein sind, dann kriegen sie auf den Kopf. Und wenn sie nett sind, dann können wir alle friedlich bei den Minutemen weiterleben. Nehmen schon mal die Pumpe. Mal kurz Munition checken hier. 250. 250. 173. Viel. Oh. 380. Ist nicht wenig. Hast du was gefunden, Dogmeat? Hast du was? Nö. 270, das ist nicht mehr so richtig viel. Und für den haben wir eh nur wenig. Okay. Nehmen wir erstmal die Pumpe hier. So, meine lieben Covenantler. Ach, Karawane. Pass auf, Karawane. Nein, nicht nach Covenant rein. Die wollen euch... Ist alles gut. Oh, ich habe alles zerstört. Swanson ist wütend. Müssen wir ihm leider den Kopf wegschießen. Darf ich nicht, weil ich gesprintet bin. Nicht so schlau. Nachträglich betrachtet. Aber Dogmeat macht es schon. Okay, die sind jetzt also verhältnismäßig wütend auf uns. Chinesisches Offiziersschwert. Das nehmen wir mal mit, weil wir es cool finden. Ist der jetzt böse, der Turm? Nö, der ist grün. Aha, okay. Er ist aber böse. Ganz wie du willst. Schießen ihn mal weiter auf den Kopf. Kommt er jetzt angreifen hier, der Dieser? Okay. Weiß ich gar nicht. Was ist denn hier los, Leute? Dieser? Alles gut bei dir? Oh, jetzt haben wir nicht aufgepasst. Könnt ihr mal aufhören, Dogmeat zu hauen? Ist ja nicht euer Ernst hier. Oh, uns geht's ja gar nicht mehr so gut. Ich verstecke mich mal hier hinter der Wand. Dann essen wir mal was. Seht ihr, wusste ich, dass die jetzt stinkig sind. Ja, Eichhörnchen im Stiel. So. Ich esse hier gerade. Ach, schade, die fand ich so nett, die Talia. Och, Siedler. Können wir nicht Freunde sein? Du könntest für die Minutemen arbeiten. Naja. Du warst ja nur ein namenloser Handlanger. So, jetzt kommen sie ja alle. Oh, oh, oh. Ich glaube, wir sollten mal unsere Bewaffnung anpassen. Ei. Ah, oh. Hehe, da wollte ich kritten. Ich hock mich mal hier hin, damit ich weniger getroffen werde. Nehmen wir mal so. So. Die sind alle ganz schön stinkig. Was hat armes Meergolem jemals getan? Ich weiß genau, was ich den getan habe. Aber muss denn das mal gleich so enden hier? Was macht ihr denn alle? Hier, Dr. Patricia. Tut mir so leid um dich auch. Du warst doch so eine tolle Ärztin. Rums. Genatzt. Die Türme haben sie jetzt auch angeschmissen. Verdammt. Uiuiui.
Huch, Ted. Schleicht er sich an. Den mochte ich eh noch nie. So, das ging voll daneben. Okay, Teddy. Warten, warten, warten. Alter. Autschi, von wo denn jetzt noch? Die nehmen mich voll in die Mangel hier. Kann das eventuell sein? Komm, mach die noch weg. Sehr gut. Haben wir eine? Ja. Dann gönnen wir uns mal zwei Stimpacks. Boah, Leute, Leute. Seid aber nachtragend, ey. Ich hock mich mal hier hin. Die Türme, die Türme. Alter. Was hier los ist. Boah. Kann ich mal eine Minute, ein Minütchen, ein Sekündchen Ruhe haben, um mich auch mal zu entscheiden für eine Waffe vielleicht? So, wieder einer weniger, der auf uns schießt hier. Der ist mir zu versteckt. Hier, komm. Penny Fitzgerald. Oh. Oh, der hat aber gut gesessen. Finden wir gut. Ah, daneben ihn. Nicht so gut. Die zappeln so rum. So. Eieiei. So, Ted Huntley, jetzt aber mal. Nawohl. Genau so habe ich das gern. So. Brian, du Maus, hätte ich den Atem anhalten sollen vielleicht. So ungefähr. Jetzt zeigt er mir natürlich seinen Kopf nicht mehr. Boah, ich hab die Schnauze voll. Ich habe die Schnauze voll. So nämlich. Mann, Mann, Mann. Leute. Wir waren aber ganz schön aggressiv jetzt. Ha, essen wir zwei Köterkeulen. Alles ist wieder gut. So, wo ist er jetzt? Ist er weggebackt? Oder so? Hm, toll. Jetzt? Ja, jetzt? Ah, hier hinten. Kommen wir in den Schlüssel, Büroschlüssel. Schlüssel kann man mal mitnehmen, die wiegen ja nichts. Teerbeere nehmen wir. Nochmal ein Covenant-Schlüssel, Haarklammer, Lego ein bisschen. Was? Großes Magazin und schnell panzerbrechend. Aber wahrscheinlich eine Impro-Pistole. Was ist denn eine Lagerkarte? Ach, hätten wir ihn wahrscheinlich klauen können. Oh, Ladenschlüssel, schön. Dogmeat. Na, reckt schon. Sehr, sehr gut. Müssen wir mal gucken, ob die Türme sie jetzt auch beruhigt haben. Oder ob die noch auf uns schießen dann. Ist wieder grün. Karawane steht hier völlig unbeeindruckt. So, können wir jetzt rein? Oder so? Tacho! Lukas Miller. Hey, Lukas. Hallo. Hey, Lukas. Du solltest deine Kronkorken in meine Rüstung investieren, um dich zu schützen. Dieser Ach, Rat bist du es wieder? Was? Lass uns mal handeln. Lass mal sehen, was du so hast. Oder ist das ein anderer? Ah, hat auf jeden Fall wieder ein bisschen Geld. Mantis Armschutz links. Ah, genau. Nahkampfangriff brauchen wir aber nicht. Mantis Beinschiene, Beweglichkeit und Wahrnehmung finden wir ganz geil eigentlich. 15.000. Ach, das waren die Dingssachen hier. Hm. Für die Power Suit, ey. Nee, leisten wir uns aber nicht jetzt, wa? Leisten wir uns nicht. Wollen wir lieber... Ah, chinesisches... Hm? Wo sind meine Pfeile hin hier? Chinesisches Offiziersschwert. Das möchten wir verkaufen. Dankeschön. Kronkorkenmine möchten wir verkaufen. Die Mollys möchten wir verkaufen. Die Splittergranaten behalten wir mal vorsichtshalber. Ihr wisst ja, was damals passiert ist, als wir keine Splittergranaten mehr hatten. Wären wir beinahe geschorben an der Königin der Dings. Wie heißen sie? Ihr wisst schon, wie sie heißen. Die anderen. Meyerlurks war das Wort. So, das brauchen wir alles. Brauchen wir alles. Können wir ihm nichts verkaufen von. Schrott. Aber Leder würde ich gerne behalten. Den ganzen Schrott. Wir haben nichts mehr zum Verkaufen, Leute. Es ist... Munition können wir verkaufen. Guck mal, 38er-Patronen. Hm. Eine Kronkorke jeweils. Komm, wir verkaufen mal ein paar davon, wa?
Wie hat er? 353. So ungefähr? So ungefähr, nehmen wir. Da haben wir immer noch über 1000 Schuss. Die bringen... Oh, nice. 5,56 braucht man für Sturmgewehre, ne? Das wäre ja mal auch ganz nett. So. Komm in den Schlüssel. Oh, Dogmeat, Alter. Macht der die Sache auf hier. So. Werkstatt. Du kannst jetzt die Werkstatt von Covenant benutzen. Unsers. Tja. Geklaut, Covenant. Gehört jetzt den Minuteman. Geil. Jetzt gehen wir in den Laden. Was? Ach man, immer verpasse ich, was der erzählt, wenn er was erzählt. Ist hier noch alles zum Stehlen? Ist doch jetzt unseres. Was haben wir denn hier? Pennys Geschäftsbuch lesen. Tag 1. Kokorus Timbel. Weiter. 13 Tage verbleibend. C wegen Preisänderung fragen. Es gehen mehr als 500 C pro Woche drauf. Nicht aufrechtzuerhalten. Mhm. Ja, kann er liegen bleiben. Was? Ich habe doch den Schlüssel. Naja. Ich finde es immer noch frech, dass ich hier stehlen muss. Wo das doch jetzt uns gehört. Komisch. Geschafft. Ah, Patronen. Finden wir gut. Fusionszellen finden wir auch gut. Finden wir alles gut. Oh, alles unseres. Schön. Dogmeat. Mach mich nicht lächerlich. Hallo Kätzchen. So. V. So, das ist jetzt unseres hier. Verwerte den Lattenzaun. Verwerte die Strukturen. So. Viel schöner gleich. Malpinsel. Verwerten. Farbdose. Verwerten. Terpentin. Verwerten. Gut. Brauchen wir. Können wir beibleiben beim Verwerten hier, wa? Aber warum müssen wir denn alles immer noch klauen? Das verstehe ich nicht. Jetzt haben wir hier natürlich niemanden. Wollen wir? Können wir? Müssen wir mal gucken. So. Wir haben keinen Strom. Hier sind zwar Strommasten, aber anscheinend kein Strom dran. Das würde bedeuten... Energie... Sonstiges. Rekrutierungsfunkleitstrahl. Schaltkreise, Kristall. Da fehlt eine Menge Zeug. Lassen wir erstmal. Lassen wir erstmal. Wir wollen auch... Ich finde es zwar schön, hier mit dem ganzen Siedlung aufbauen, aber für ein Let's Play weiß ich nicht. Oder? Ist nicht unbedingt... Da muss man nicht eine Stunde hier... 27 Folgen lang. U-Bahn-Marker. Sachen bauen und so, ne? So. Dann gehen wir uns trotzdem hier weiter um die nächste Siedlung kümmern. Ach so, ja, gehen wir. Klar, gehen wir. Aber erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sag Tschüssli Müsli.